bin seit August 2020 hier in der Urologie im Schlosskarree und mache meine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Mir fiel der Einstieg in die Praxis sehr leicht, da die Kolleginnen mich sehr herzlich aufgenommen haben. Ich wurde in der Berufsschule oft aufgezogen damit, dass Urologie nur was mit alten, nackten Männern zu tun hat. So Unrecht haben sie damit jetzt nicht, aber allerdings gefällt mir hier am meisten, dass wir Schwerpunkt Onkologie auch noch haben und ich viel mit den Krebspatienten zu tun habe. Eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten in der Urologie hier im Schlosskarree in Braunschweig bzw. im Med 51 in Wolfenbüttel, das ist mehr als einfach nur Einlesen von Chipkarten, Termine ausmachen und vielleicht mal eine Blutentnahme. Urologie, das ist ein sehr spannendes Fachgebiet, auch wenn das vielleicht sich erstmal nicht so anhört. Aber wir haben hier sehr viel unterschiedliche Krankheitsbilder und unterschiedliche Patienten. Und das macht es so interessant. Was mir besonders gut an der Ausbildung gefällt, ist, dass ich vollste Unterstützung hier bekomme, dass ich nie alleine gelassen werde, mir immer jemand zur Seite steht und dass ich aufgrund meines Fachabis, das ich vor der Ausbildung abgeschlossen habe, hier auch unterstützt werde bei der Verkürzung der Ausbildung. Wenn Sie zu uns kommen, erwartet Sie ein durchaus fröhliches Team, in dem Kollegialität auch sehr groß geschrieben wird. Und das ist wichtig, denn wir arbeiten gemeinsam als Team. Wir suchen eine Auszubildende für den Standort Wolfenbüttel und für den Standort Braunschweig. Insbesondere wenn Sie schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder das Fachabitur anstreben, dann sind Sie bei uns genau richtig.